sitzen. So, seid ihr bereit? Mal gucken, ob der Ton passt. Ihr müsst mal Rückmeldung geben. Hey du! Herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany! Das ist laut. Viel Spaß beim Zuschauen und guck bis zum Ende für eine kleine Überraschung. Viel Spaß! Obwohl, es ist okay, ne? Ah, ist okay. Oh, oh Mann, ich bin schon wieder am Weg. Alter, nicht der erste Clip. Okay, Chat, was für eine Überraschung gibt es am Ende? Was denkt ihr? Wartet ein Topf voll Gold auf uns? Was kriegen wir am Ende? Mann, dir mit deiner Mama, ich gebe dir ganz viel Essen und Yangochu ist auch eingeladen. Passt du, ich dachte, du bist blind. Ein bisschen, ja. Fisch! Meint ihr, es gibt einen Fisch am Ende? Oh, das wäre geil. Auf Fisch hätte ich jetzt richtig Bock. Oh Mann. Ja, Pech. Er kriegt mich nicht. Nein! Das war gejinxt. Ja, ein Schluck Wasser kann man mal. Ich wollte mit dem Deckel drauf trinken. Ja! Ja, Tofu. Okay, Chat, jetzt mal honest question. Wer von euch fühlt das? Wer von euch kennt das? Wer von euch hat das schon mal gemacht? Servus, Legit. Servus, hallo, wie geht es dir? Hallöchen, Kinney. Oh, schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig, dich zu sehen. Ich bin ein emotionaler Flummi heute. Es tut mir leid. Es kann sein, dass ich sehr fröhlich bin und mich sehr über euch freue. Und es kann auch gleich sein, dass ich sehr traurig werde. Ich will es. Mir ist das schon so häufig passiert. Passiert mir einmal die Woche. Mindestens Wort. Mindestens. Hier? Nö? Okay, du bist krass, Loco Sven. Du bist krass. Mir passiert das. Literally. Ständig. So, und geht noch schlimmer, als eine Flasche am Deckel zu greifen, der nicht fest ist. Oh mein Gott, am schlimmsten ist, ja, wenn du denkst, dass die Flasche zu ist, aber die Flasche ist nicht zu und dann schleppst du die so mit rum und dann wusch, alles raus. Weißt du, Süße rumstehen, weiß ich was, weil ich, was ich nicht esse, weil ich Süßes nicht mag, bräuchte aber noch jemanden, der mein Haus putzt. Ich glaube, du hast mich gerufen, Kipdal. Überlegt mich, Huripuck zu nennen, aus Gründen, die im Discord entstanden sind. Aber ich habe mich dann für das Tour entschieden. Du heißt bei Ash, so kann das sein. Du kannst dich auch Huripuck unterstrich Chu nennen. Aus der Flasche zu trinken, wo will, wo der Deckel aber noch drauf ist. Das passiert immer. Ich hab's geschafft. Bro-Date war nice. Hallo, Densema. Schön, dass du da bist. Das freut mich, dass das Bro-Date nice war. Das freut mich, dass das Bro-Date nice war. Bro-Date nice war. Hallo, Chris. Ich lebe wirklich gerade im Postkarten-Chaos. Aber die sollten bald bei dir ankommen. Hallo, Christerium. Oh Gott, I'm so, so sorry. Ich lebe gerade wortwörtlich im Postkarten-Chaos. Du nervst nicht, keine Sorge. Bei mir ist wirklich literally Postkartenchaos. Ich habe so viele Postkarten zu Hause rumliegen. Mein ganzer Boden ist damit gepflastert. Die kann man nicht mal mehr stapeln, weil es so viele sind, dass sie im Auseinanderfallen. Eine Flasche ist manchmal offen und dann treffe ich sie und sie kippt um. Oh mein Gott, Tofu. Wie oft habe ich offene Flaschen in der Nähe von meinem PC gehabt? Ich musste mir richtig zwangshaft angewöhnen, die zuzumachen. Schucks! Oh, ich freue mich auch, dass du da bist. By the way, Christerium, ich freue mich auch tierisch, dass du da bist. Okay, Entschuldigung, ich bin anstrengend, aber ich freue mich. Irgendwie hast du das Gefühl, du hast was vergessen. Ja. Du hast was Wichtiges vergessen. Bis ich dann in die Garage gegangen bin. Und festgestellt habe, ich habe mein Auto vergessen. Ich habe einfach mein Auto vergessen und bin zu Fuß nach Hause gegangen. Erst wollte ich sagen, dass es absolut relatable ist. Ja, und dann kam der Turn mit dem Auto. Und ich bin ehrlich, also das habe ich noch nicht geschafft. Das ist ein anderes Niveau. Das ist nicht vergesslich, Leute. Das ist richtig vergesslich. Das ist schlimmer als ich. Das ist schlimmer als ich. Wirklich. Hallo Ben, hallo. Kann man auf Twitch channel-spezifische Nicknames haben? Man kann auf Twitch, also nicht channel-spezifisch. Du heißt dann überall so. Ja, aber channel-spezifisch wäre cool.
Christerium, alles gut. Ich kann, wenn es dich beruhigt, kann ich dir auch einfach schreiben, sobald es bei dir ankommen müsste. Und dann kannst du es überprüfen. Und wenn es dann nicht kommt, ne, dann sagst du Bescheid und ich schick's nochmal los. Das Inferno, hallo, Chonky, weil du kein Auto hast. Das ist true, weil ich kein Auto habe. Aber ich bin der Meinung, selbst wenn ich ein Auto hätte, Chat, würde mir das nicht passieren. Ich weiß, ihr werdet jetzt wahrscheinlich das Gegenteil sagen, aber ich bin der Meinung, mir würde sowas nicht passieren, selbst wenn ich ein Auto hätte. Ich vergesse, in die CE zu fahren, einfach eine Woche nach Hause laufen. Aber das ist ja nicht so schlimm, Luna, weil dann würdest du... Der Zug, der fährt ja von selbst. Aber dein Auto steht ja jetzt da, das heißt, sie muss ja wieder los und das Auto holen. Oh, Rip-Tofu. Kannst auch Katze Eyeliner ablecken. Warte, kann ich als Katze Eyeliner ablecken? Das habe ich noch nicht probiert, bin ich ehrlich. Das Auto geparkt war, aber ich glaube mir, das geht. Obwohl doch, das hat mein Papa immer gesagt. Mein Papa hat immer gesagt, okay, Ki, los, renn schon mal zum Auto. Oh mein Gott, dann hat Papa am Ende nicht nur das Auto gesucht, sondern auch mich. Und ich habe das Auto und mein Papa gesucht. Und das Auto hat wahrscheinlich niemand von uns gesucht, weil das Auto ist ein Auto. Aber in der Theorie habe ich das Auto gesucht und das Auto hat mich gesucht. Oder auch nicht, also. Ihr wisst, was ich meine? Oh, vielleicht, Tempest, ich drück dir die Daumen. Wenn ich den Zug nicht fahre, dann fährt gar nichts. Ist ja im Moment, wenn man in dem Skilltree alle Punkte auf Vergesslichkeit gesetzt hat. Also das ist halt wirklich anders heftig. Das ist wirklich anders heftig. Ich bin eigentlich komplett nass, Leute. Ich bin eigentlich komplett nass. Ich werde komplett... Oh, er leckt mein Eyeliner ab. Oh, ich glaube, das ist nicht gesund. Er leckt mein Eyeliner ab. Ich werde... Chonk! Oh, what are you doing? Heißt Chonk Chonk oder sagt sie immer nur Chonk? Weil der heißt wirklich Chonk, ne? Weil hier steht auch just Chonk. Meinem Vater passiert, der war der Meinung, er ist mit dem anderen Auto auf Arbeit gefahren, als er auf dem Parkplatz war, hat er es gesucht, aber nur eins gesehen, das genauso aussah wie seins, auch dem gleichen Kreis kam. Da hat er eine Stunde auf dem Parkplatz gewartet, in der Hoffnung, der Besitzer kommt, weil der ja in die gleiche Richtung muss, bis ihm dann aufgefallen ist. Das ist ja doch sein Auto war. Miles. Was? What? Er heißt wirklich Chonk. Oh, wie cool. Ein Parkplatz gesucht und in der Zeit bestimmt 5-mal dran vorbeigelaufen. Alter Falter, Leute. Okay, ehrlich gesagt, ich habe kein Auto. Ich habe nicht mal einen Führerschein. Aber ich bin mir sicher, dass sobald es passieren wird, werde ich euch folgen mit der Vergesslichkeit. Auto ist gestohlen, zu mir ein bisschen angefallen ist, dass ich mit einem Firmenfahrzeug nach Hause gekommen bin und das vor dem Hof stand. Ach, Tommy. Du das. Ey, geil. Bei Autos schalten sich unsere Gehirne ab, Leute. Da werden wir einfach absolut vergesslich. Bei Autos werden wir einfach absolut vergesslich. Kürzerer Reload heißt einfach mehr DPS. Oh, Moment mal. Okay, was nehmen wir jetzt, Chat? Oh, das ist nicht bei mir, okay. Oh mein Gott, Gott. Ich dachte, okay, das... Oder drei jetzt nicht. Ich dachte, das wäre jetzt meine Meldung. Geil. Clippy müsste einfach mal so ein Bluescreen random einbauen und dann will ich mal sehen, wie viele Streamer Panik haben. Chat, hört ihr mich noch? Chat, hört ihr mich noch? Chat, famous last words. Chat, hört ihr mich noch? Riesig ist bitte Katze oder war das ein Hund? Das war Chonk, eine große Katze. Noch besser ist, das Auto für 2 Tage in die Werkstatt zu geben, am zweiten Tag morgens panisch zu denken, dass es nachts geklaut wurde. Bring ihn nicht auf Ideen. Gib ihm keine Ideen. Nope, muted? Oh, wenn ich gemutet bin, dann... Oh mein Gott, heute ist Chat ja mal wieder absolut wild. Ich weiß wirklich gar nicht, woher die das haben. Also, die stinken, die erzählen komische Dinge. Die wissen doch gar nicht, wie Melonen aussehen. Aber trotzdem denken sie, dass sie meine Melonen judgen können. Und wirklich, dieser Deus aus dem Chat, der muss dringend mal duschen gehen. Der muss dringend mal duschen gehen. Und oh, ganz ehrlich, habe ich schon mal erwähnt, wie anstrengend dieser Schocksor immer ist. Oh, der braucht auch dringend eine Dusche. Na gut, dass ihr das nicht gehört habt, sehe ich auch so. Drecki, danke für den Subgift. Dankeschön. Ah, sehr schön, dass ihr das nicht gehört habt. Hallo Leon, hallöchen. ja. Okay. Was hast du gesagt? Nichts?
Gar nichts. Das war nicht für eure Ohren bestimmt. Aber ich bin so froh, dass ihr das nicht gehört habt. Und aber ganz ehrlich, na, ganz ehrlich, also dieser Dipstick, ne? Ich hätte den schon dreimal gebannt, wenn es nach mir gegangen wäre. Hallo Zilla, hallo. Ist ein Glück, dass Xoto gerade aus ist. Ja, ich sehe euch schon alle diese Rage-Beleidigungen tippen. Hat ja sonst eher abonniert. Ah, aber dieser Muki, ne? Dieser Muki hat einfach, der schleimt einfach die ganze Zeit. Dabei hasst er mich, glaube ich. Warte, das war nicht mal ein schlechtes Wort, ne? Mann, mir ist nicht mal was eingefallen, wie ich dich... Okay, das ist jetzt peinlich. Immer dieser Muki. Nö, ich gehe jetzt. Schocks. Ich hoffe natürlich, ihr wisst, dass das alles ein Scherz war. Schleim. What the hell ist mit Key falsch? Der guckt so, wie ich, wenn ich Chat anschaue. Oh, das habt ihr nicht gehört. Dieser Muki ist so mainless. Also wenn ich glaube, ich muss mal Muki fragen, wann er Geburtstag hat. Boah, Trecki, danke schön für den Sub gefahren, Zilla. Dankeschön. Ich glaube, ich muss diesen Muki unbedingt mal fragen, wann er Geburtstag hat. Und dann schenke ich ihm mal so ein Maiden-Ticket oder sowas. Vielleicht wird er dann mal erwachsen. Ah, danke schön. So, weiter geht's. Ich finde Puppen halt, wenn sie mir nicht ins Gesicht springen, nicht gruselig. Also, sie sehen schon creepy aus. Okay. Puppe im Gesicht in 3, ich hab jetzt nicht so, sag 2, ich mach was ein. 1. Okay, doch nicht. Okay, ich nehm's zurück. Ich dachte, jetzt springt dir eine Puppe ins Gesicht, aber so geht's natürlich auch. Merke ich mir wunderlich, wenn du demnächst ganz viele Trashcans für 50 Cent bekommst. Yay! Booste mein Steam-Account-Level! Let's go! Das ist genau das, was ich erreichen wollte. Deutsche Wort für Scherz. Das deutsche Wort für Scherz. Warte mal. Tierpitz. Scherz ist deutsch. Scherz. Es ist ein Scherz. Das ist das deutsche Wort. Hä? Hab ich was verpasst? Witz? Witz? Scherz ist doch deutsch. Das war ein Scherz von ihm. Sorry, aber ich sag nicht mal beim Geburtstag. Alles gut, Muki. Nur Spaß gemacht. Ich hab nur Spaß gemacht. Wer erklärt es ihr? Oh. Oh. Oh, ist der Witz gerade über mich rübergeflogen? Wo ist der Schmerz? Oh nein, das ist ja peinlich. Ich wurde noch ein zweiter Account gefragt. Oh nein, es gibt einen Muki-Bot. Eure Lieblingsschokolade, ich gönn mir jetzt was Kuhflecken. Milka, gönn dir. Ich sehe den Scherz noch fliegen. Ich auch. Über mich hinweg. Wir haben hier noch einen Regenerationstrank. Stufe 2. Renekton? Ah, das ist Dead by Deadlight. Warte. Wurde er gerade getrollt? Hallo, Little Mice! Hallo, Agent Annan. Was geht? Deutschland, neues Hobby für schwere Wörter sagen. Aber wirklich. Aber schwere Wörter sind ja auch schwer. Geil, jetzt kann ich mit 2 Accounts Kanalpunkte sammeln. Oh, nein! Geht das überhaupt? Zählt das dann auch als 2 Views? Ist das schon Viewbotting, was ich dann hier mache? Ist ein Ding, habe ich gesehen. Ich bin Fan, I take it. Oh, ich liebe Key mit kürzeren Haaren. Ich finde, das sieht so frech aus. DBD, gutes Game, kannst du auch mal spielen. Ich mag DBD nicht. Bitte nicht steinigen, aber ich mag DBD nicht. Tatsächlich. Ich mag DBD nicht. Aber er wurde gerade richtig getrollt, oder? Also er sieht auch so aus, als... Och, nicht schon wieder. Leute, wirklich. Ich hasse das. So. Ich bin jetzt in der Mitte. Ich gehöre jetzt dazu. Hallo, ich bin Key. Ich bin Teil von Dr. Freud. Let's go. Los, Olli, du musst das jetzt genießen. Oh, sorry, ich habe aus Versehen weggeschaltet. Oh Gott, ich sterbe. Happy Birthday to you.
gerade ein bisschen. Dankeschön. Dankeschön. Happy Birthday. Oh Gott, was ist. Okay, da mache ich nicht mit. Warum deepfroten die alle ihr Mikrofon? Ist das ein Trend? Habe ich den verpasst, Chat? Habe ich den Trend verpasst, wo Leute ihre Mikrofon deepthroaten? Das ist jetzt das dritte Mal, dass das im TCG drin ist, dass jemand sein Mikrofon frisst. Ja, muss mitmachen. Das sieht schon so geschmacksmäßig aus wie... Wisst ihr, es gibt so... Chat, es gibt so Pommes. Es gibt so Pommes, die guckt ihr an und die sehen einfach nicht lecker aus, weil die so richtig eklig gebrannt sind. Dieses Mikrofon sieht genauso aus wie etwas, das ich nicht essen würde. Wie diese Pommes. Ich weigere mich. Musst du nachholen. Redest du von gestern? Boah, meine Pommes, Skaros, gestern, meine Pommes waren arschkalt. Das waren die ekligsten, also sie waren noch okay, aber sie waren kalt. Ich habe gestern literally kalte Pommes gegessen, weil ich die ganze Zeit nicht zum Essen kam. Ja, dieses Mikrofon sieht aus wie diese Pommes von gestern. Lass uns mal probieren, vielleicht hat es einen guten Geschmack. Es riecht nicht appetitlich. Okay, das klingt jetzt falsch. Nein, ich habe nichts mit meinem Mikrofon gemacht. Das ist nicht ab. Aber es riecht nicht nach. Also es riecht nach gar nichts, okay? Es riecht nach gar nichts. Es riecht wirklich nach gar nichts. Kann etwas nach nichts riechen? Okay, du wurdest Zitatclipped. Was ist ein Zitatclip? Was ist ein Zitatclip? In DBD gibt es jetzt Chucky als Killer zu spielen. Oh Gott. Wie können wir in 3 Sekunden so abschweifen? Ich weiß es nicht, Xenotai. Ach, Zitat des Tages. Ach, das. Oh nein. Oh, schwere Wörter sind schwer. Oh mein Gott. Popschutz einfach durch Zucker. Wartet mal. Ich muss vielleicht den Popschutz abnehmen. Entschuldigung. Oh. Hallo. Hallo, Chat. Hallo, Korodora. Ne, schmeckt nicht. Popschutz wieder drauf. ASMR, let's go. Schmeckt nicht. Da hattet ihr euer ASMR. Die Jeans sind zu TCG gewandert. Oh Gott. Wenn man das männliche Primärgeschlechtsteil nicht essen würde, heißt das nicht, dass man es nicht deepthroat. Okay, warte, stopp. Wasago. Ich habe nichts gelesen. Okay, wir machen einfach weiter, als wäre nichts. Was ist das jetzt für ein Netz? Unten in der Höhle. Kein Signal. Wir haben eine neue Sprache. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Sie sind in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Geil. Hallo Big Din. Na, was geht? Was geht? Wollen wir die Diskussion fortführen? Nein! Aus! Ich brauche noch einen Ast mit einem Beutel hinten dran. Okay, warte. Ich wollte gerade ransummen. Oh Mann, ey. Guck mal, da ist der Nächste, der das Mikrofon deepthroatet. Da ist der Nächste, Chat. Ich hab den nächsten Übeltäter gefunden. Sag ich doch, Leute, das ist ein Trend. Warum machen Trend? Trends sind wie die Witze. Die fliegen einfach über mich hinweg. Warum hab ich das nicht mitbekommen? Warum weiß ich das nicht? Ein Dogolo. Ein Dogolo! Oh Mann. Wir können auch zusammen spielen. Echt? Okay, doch. Ich wollte gerade sagen, er deepthroatet es nicht. Er deepthroatet. Bailey übernimmt kurz. Aber nicht essen. Nicht mein Mikro essen. Das ist nicht gut. Ich brauche das noch. Bailey. No. No. Oh. Hast du es jetzt? Er macht direkt weiter. Kann Toto das auch? Nee. Toto kriegt sein Maul nicht weit genug auf. Und das ist wirklich eine Kunst, weil Toto kriegt sein Maul eigentlich immer weit auf. Aber wenn es um sowas geht, nein. Nicht Minecraft konnte dann gucken mit meiner Maus bei Items haben, um zu lesen, was die machen. Auf einem Video! Oh mein Gott. Kam noch eine, die kennt ihr Mikro vermutlich auch mehr als einmal im Mund hatte. Ash? Warte mal.
Wieso ist am Bild von ihr Mikrofon? Och, Leute. Leute, ist das... ist? Warte mal, geht's jetzt um das Rahmen? Warte mal, wartet mal. Ich gehe mal zur Seite, weil ich bin verwirrt. Da ist Rahmen, da ist eine Maus und da ist ein Mikrofon. Ich glaube, die Schüssel lebt. Hallo! Hallöchen! Alle, hallo! Ich habe vergessen, mir zu schreiben. Oh mein Gott! Ich bin absolut vergesslich. Es tut mir so leid, mein Leben ist absolutes Chaos. Scheiße, du hast recht. Du Kacke, du hast recht! Oh, jetzt, wo du es sagst, wo ich deinen Namen gesehen habe, wusste ich schon so. Ich habe deinen Namen gerade gesehen und war so... Du hast was vergessen, Ki. Du hast was vergessen. Rahmen mit Haaren. Die Foto hat alle Elche aus ihrer Wohnung gemacht. Das ist Rahmen? Warte mal. Das sieht aus wie ein Kunstwerk. Ich dachte erst, das wäre was Angemaltes. Ich dachte, das wäre Kunst. Ich dachte da... Okay, das ist eklig. Das ist eklig. Okay, mal gucken. Hiermit... Mit diesem Bild möchte ich gerne die Heiligen Vier beenden. Ein Bild von unter meinem Schreibtisch. Von einer Ecke unter meinem Schreibtisch, um ehrlich zu sein. Warum sind da Spreewaldgurken? Warum sind da Spreewaldgurken? Die guten Spreewaldgurken! Die hätte ich noch essen können! Warum? Also, aber ich bin ehrlich, Lunas Kabelmanagement ist heftiger. Weil sie schon im ersten Konzert, weil sie mit diversen Streams zu viel Quatsch hat und ihr ein paar Projekten fertig wurde. Ein Stream und sie schafft einen Löffel. Ich weiß! Der Ratz ist real. Es ist auch gar nichts peinlich. Das ist Content. Das ist Content. Ash ist schlau. Ash ist wahrscheinlich schlauer als viele von uns zusammen. Jetzt nicht alle. Wir wollen ja mal die Latte nicht zu hoch legen. Aber Ash ist schlauer als die meisten von uns zusammen. Das ist... Das funktioniert! 10 Folgen lang hat Clippy die Menschen auf Elsch Unleashed verbreitet. Mal schauen, ob sie wirklich mit dem Schimmelrahmen... Oh, Alter. Aber zum Glück ging es nicht per se jetzt um das Schimmelrahmen. Vater, hast du Verbotiker? Der würde mich töten, wenn meine Kabel so aussehen. Oh, shit. Hallo, Cliff! Was geht? Hallo. Latte hochlegen. Oh, Mann, ey. Das ist ja quasi das Äquivalent zu... Sie hat, weiß ich nicht, ein Geschlechtsteil gesagt. Oh Gott. Ash besteht aus Content. Ash ist eine absolute Content-Maschine, Chat. Hallöchen. Guten Abend, mein Gewissen, hallo. Das sah schon mal schlimmer aus, wenn ich ehrlich bin. Also ich muss sagen, das war schon mal... Das war schon mal... Warum ist da hinten eigentlich noch eine Flasche? Also was sehen wir hier? Klopapier? Ist das auch Klopapier? Das ist benutztes Klopapier? Das ist vielleicht ein Kissen? Spreewaldgurken, ein Controller, eine Lampe? Ist das eine Lampe? Es sieht aus, als würde hier eine Packung liegen. Das sah schon mal schlimm aus. Cooper, hallo! Schön, dass du da bist. Und hallo, mein Gewissen. Die Verteilerleiter nicht explodiert ist, wundert mich. Das ist ein kleiner Mülleimer. Ah! Aber für einen Mülleimer liegt der ein bisschen schief. Für einen Mülleimer liegt der ein bisschen schief. Das ist eines Mini-Mülleimer des Grauens. Okay. Ich frag nicht weiter. Was ist in der Schale? Achso, das war mal Rahmen. Das war mal. Oh nein, sie redet doch darüber. So Rahmen mit Mais. Schmeckt das mit Mais? Also, kann man das machen? Schmeckt sowas gut? Rahmen mit Mais, habe ich noch nie probiert. Sie war noch teilweise da gegrillt. Ist es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Tut es? Oh, dann muss ich das auch mal probieren. Danke, Ash, für diesen wundervollen Essenstipp. Danke, Ash, für diesen wundervollen Essenstipp. Das schmeckt sicher nicht mehr. Ach, Leute. Ich würde es auch nicht mal probieren. Warum sollte es nicht schmecken? Weiß ich nicht. Rahmen mit Mais, das merke ich mir. Ja, das merke ich mir auch. Danke, Ash, für diesen wunderschönen Tipp. Davon erzählt, wie das aussah, als ich Stäbchen da rausgeholt hatte. Ey, weißt du was, Muki? Ich hätte halt das gesamte Teil mit inklusive Stäbchen einfach in die Mülltonne geschmissen. Die Stäbchen hätte ich da nicht rausgeholt. Ich hätte das ganze Ding einfach schwupps und rein in die Tonne. Ist jetzt mein Spruch für ranzig. Offensichtlich hat das ja nicht so gut geschmeckt, sonst wär's leer. Ash ist seit Jahren einfach Ash. Sie ist durch ihre unglaublich stumpfe, aber lustige Art ein Unterhaltungsgigant. Not gonna lie. Ja, wirklich. Ash ist so eine Unterhaltungsmaschine. Immer wenn ich Ash-Streams geschaut habe, saß ich danach, davor oder auch währenddessen vor dem Stream. Und ich schaue häufig Ash-Streams. Ja, ich bin ein kleines. Bitte erzählt es ihr nicht.
Weil wenn ihr das erzählt, dann geht ihr Ego wieder in die Höhe. Und ihr wollt ja nicht, also mir ist das egal, aber ich weiß nicht, Chat, ob ihr das Aber, Alter, ich liebe Ash-Streams und immer wenn ich da sitze, und ich sitze häufig da, weil ich echt häufig schaue, bin ich einfach so, wie schafft ein einziger Mensch das? So, wie schafft sie das ohne Skript? Wie schafft sie das, ohne sich Notizen zu machen? Wie funktioniert ihr Gehirn? Ich meine, ich weiß nicht, wie mein Gehirn funktioniert, aber ich bin mir sicher, dass Ashs Gehirn einfach nochmal, also das ist ja nochmal eine andere Liga. Wisst ihr, was ich meine? Die Stäbe hat sie danach noch benutzt, nach dem Spülen. Alter, ich hätte die weggeschmissen. Ich hätte die so weggeschmissen. Essenstäbchen sind doch antibakteriell. Ich hätte die weggeschmissen. Da gibt es gar kein Wenn und Aber. Es geht einfach ums Prinzip, dass ich die nicht im Mund haben wollte. Mit Bauchweh wegen Lachen. Ja, wer weiß, ob man Stäbchen noch rausnehmen kann. Die Ego ist letztens erst durch die Decke gegangen wegen etwas. Oh Mann. Nimm dir den Mut, öffne dein Herz und steck dir den Ring an den Finger. Boah, ich würde ja fragen, aber ich weiß nicht, ob ich mit dem Korb umgehen kann. Ästchen ist geschaut, weißt du, das ist irgendwie nicht, das ist zu dolle. Hier mag ich es lieber. I mean, denn seh mal so gesehen, jetzt mal ehrlich, es gibt Menschen, die mögen das so, wie es bei Ash ist und bei denen ist das hier zu lasch. Es gibt Menschen, die mögen es andersrum. Das ist wohl okay, Geschmack ist verschieden. Aber man kann irgendwie trotzdem nicht verneinen, dass Ash einfach eine absolute Content-Maschine ist. So selbst wenn der Content einen für einen zu viel ist. Das ist vollkommen okay. Und es gibt auch manchmal Tage, da will man vielleicht einen ruhigeren Stream haben und mal Tage, da will man so einen Ash-Stream haben. Ganz normal. That's how it works, kinda. So, die Leute gucken ja auch nicht immer nur denselben Streamer, sondern häufig ist es ja auch tagesabhängig, worauf sie Bock haben. Ja, sie schaut Ash-Streams, ändert sein Bein im 80 Grad Winkel. Muki, ich sehe das. Ich sage immer nicht, dass ich da bin. Oder ich sage es selten. Manchmal sage ich Hallo, aber meistens sage ich nicht Hallo. Und ich sehe das. Ich sehe das. Stammbild von Jan ist eine 10 von 10. Ja, sie guckt echt wunderschön. Hallo Blackstorm. Hans Getze Flammenwerfer. Alter, schwieriges Wort. Mein Humor passt einfach zu Ash. Hast du recht, erfolgreich ist es auf jeden Fall. Ash hat echt einen krassen Mord, das musst du schon abkönnen. Das stimmt, man, du musst auch so diese vulgäre Sachen abkönnen. Das konnte ich früher nicht, aber mittlerweile geht's wieder. Also ich verstehe das, weil ich konnte das früher auch echt nicht gut. Er hat dann in sich drin, aber immer so alles so gezurrt in mir, wenn das so zu vulgär wurde, weil es sich einfach irgendwie für mich falsch angefühlt hatte. Mittlerweile habe ich damit kein Problem, solange niemand erwartet, dass ich so vulgär sein muss, weil ich kann das nicht. Ich tue mich schon schwer, richtige Beleidigungen über die Lippen zu bringen. Meine Beleidigungen sind Waschbär. Waschbär. Nein, nicht Waschbär. Oh Mann, wenn der Tanuki das hört. Meine Beleidigungen sind... Nein, Chat. Meine Beleidigungen sind Backfisch, Semmelknödel, Banane, Socke und du Klops. So, das sind die Sachen, wie ich Beleidigungen ausspreche und ich kann nicht fluchen. Ich mag es nicht, ich mag es auch nicht so was wie, also so Arsch geht noch, so gerade, wenn ich richtig wütend bin. Aber mehr kommt mir auch so nicht über die Lippen, an sich meistens, außer ich habe mich wirklich in Kontrolle. Der Frommenwerfer. Waschbär, bleib du selbst, du bist gut so. Ich kann mich auch nicht verstellen. Ich habe es anfangs versucht. Anfangs habe ich gedacht, ich müsste anders sein für Twitch. Und in meinen ersten Streams, auch direkt nach dem Redebüt, man sieht das auch, wenn man meine VODs schaut von früher, sieht man, dass ich anders war. Ich habe nämlich gedacht, ich müsste anders sein. Aber ich habe gelernt, ich kann nicht anders sein, also müsst ihr leider damit leben, wie ich bin. Selbst wenn ich wollte, könnte ich mich nicht verstellen. Du mobbst den ganzen Tag Chat. Ein Chat mobbt mich? Das wird gepetzt. Scheiße, dass du Lia das zum Beispiel als Beleidigung nutzt. Ja, also anfangs war ich sehr zurückhaltend. Ich habe früher gedacht, es gibt nur so diese zwei Extreme auf Twitch. Entweder du bist hyper, nonstop, hyper, so wie Ash in die Richtung, oder du bist ruhig und süß und cute. Und dann habe ich gedacht, du kannst nicht hyper sein, also bist du das andere. Also habe ich mich zurückgenommen, habe nicht das gesagt, was ich immer sagen wollte, habe weniger gesagt, was ich sagen wollte. Oder habe, sage ich mal, einige Gedanken, die ich hatte, nicht ausgesprochen, weil ich dachte, die wären zu weird. Aber ich habe gelernt, ganz ehrlich, ich kann dir sowieso nicht unterdrücken, meine Gedanken. Wenn meine Gedanken raus wollen, müssen meine Gedanken raus. Wisst ihr, wenn es kommt, dann kommt's. Und da kann man nichts gegen tun. Das ist so, als würde man sich permanent nicht auf Toilette gehen, obwohl man ganz dringend auf Klo muss. Das ist schrecklich. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand von euch gemacht hat, aber
Mach das nicht. Aber ich will Ash heiraten, masochistisch. Nein, ich kann es, also ich kann, okay, Xenotai, ich kann es ab, beleidigt zu werden, ich kann es aber nicht ab, selber Beleidigungen auszusprechen. Also ich kann, könnte Ash nicht zurückbeleidigen, aber ich kann es ab, beleidigt zu werden. Und weiter will ich darauf nicht eingehen, das ist zu privat. Wo ist mein Key, Bonken? Oh, damn, das habe ich woanders angeschoben. Wenn es kommt, dann kommt's, ja, ja. Deswegen ist die Tür so unfassbar comfy und angenehm. Bleibst du eine stinky Quassel? Ich stinke nicht! Denkst du, dass die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass die Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Ki, du Waschbär? Nee, ich bin kein Waschbär. Ich bin ja. Ich heiße ja nicht Eliawald, hallo? Ich heiße ja nicht Eliawald. ich pack dir das nachher zurück, Deva. Ich weiß actually gerade aus dem Kopf nicht, wo es ist. Da beide nonstop reden, könnt ihr eh nicht mit, was die andere sagt. Also, gestern saßen... Nein, war das gestern? War das vorgestern? Vorgestern saßen Ash und ich zusammen in Elias Stream. Und ich würde sagen, es lief gut. Ich würde sagen, es lief gut. Also, wir haben so 10 Minuten geredet oder so. Ich würde sagen, es war nicht bad. Kram gemacht. Nein, die ist nicht verkehrt herum. Für mich ist sie richtig rum. Für euch ist sie falsch rum. Warte, hä? Ach, die Uhr! Versuchst du gerade, die Uhr zu lesen? Okay, jetzt kriegt sie nicht ab. Ich habe das Gefühl, hier braust sich ein Uhrproblem an. Das habe ich nur gemacht, um euch zu zeigen. Sie hat sie falsch herum. Nein! Oh, Musik. I see trees of green. Red roses too, I see them blue, for me and you, and I sing to myself, what a wonderful world. Das ist jetzt... Boah, aber das ist krass. Okay, jetzt tue ich in der Stimme. And I say... Warte mal, ich kann das nicht. Ich versuche so tief zu kommen, aber es geht nicht. Es geht nicht, Chat! Es geht nicht! Bitte mach weiter! Warte mal. Wie tief kann ich... Hallo. 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 Alter, ich kann das nicht, ne? Ne, 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 ich kann das nicht. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht, Chat. Stimmt, das ist viel tiefer. Eine Difference. Ehrlich jetzt! Ich hab's versucht, ich hab mir Mühe gegeben. Tief kann Ki gehen, ne? Tiefer als Ash wird sie nie fallen. Ist das schwer? Okay. Jetzt geht's los, meine Fresse. Das hat es aber lange gedauert. So, wartet kurz, ich muss noch mal kurz raustappen. So, das ist sehr laut. For best results, turn off the lights and put on headphones. Haben wir beides gemacht. Lego Player, hallo, what the heck, Mann? Hart, wir geben dir Schucke und du gehst duschen. Du willst mich loswerden. Du willst mich loswerden. Warum? Du musst mehr rauchen, um so eine Stimme zu bekommen. Shit. Ich rauche aber nicht, was mache ich jetzt? Viel Spaß, dir Tofu. Ich rauche aber nicht. Was mache ich jetzt? Welches Spiel ist das? Das ist mir sympathisch. Ich bin noch nicht mal gestartet. Schon Last Lesson. Oh nein. Oh nein. Ist das so ein Schulhorror? In der letzten Stunde hattet ihr Mathe. Was war die Hausaufgabe? Und denkst du so, oh Frick, oh Frick, oh Frick. Angebrannte Kreide essen. Ah, hat nicht. In welchem Film war das, wo jemand Kreide gegessen hat, um eine tiefere Stimme zu bekommen? War das nicht. Wo war das? Hallo? Hallöchen, Kaicho. Schule der Horror, ja wirklich. Last Lesson. Was hattet ihr in der letzten Schulstunde? Ich glaube, meine letzte Schulstunde war die Abiturzeugnisvergabe und ich erinnere mich an den Horror. Noch so, als wäre er gestern gewesen. Irgendwelche krassen Schüler wurden geehrt. Meine Eltern taten so, als wären sie stolz auf dich. Auf mich. Und eigentlich haben wir alle nur geweint. Ja, ja. Ja, ja.
Der ist schon leer. Ich wollte ihn auffangen. Nein, ich stehe nicht auf Kurt. Okay, Chat, ist das ein Attentat oder hat er sich quasi selber das Leben genommen? Wie würdet ihr das einschätzen? Wie würdet ihr das als Kriminalpolizisten einschätzen? Krasse Schüler wurden geerntet, nein, geehrt. Das im Horror hatte ich irgendwie nicht. Mathe's Streamband, das wollt ihr nicht. Achtung. Oh nein, warte mal, warum ist es denn wieder die Katze? Ach, das ist eine Reaction auf die Katze. Ach so, das sieht. Natürlich sehe ich das nicht, weil ich davor bin. Totschlag! Oh Gott, aber das ist geblurrt, oder? Oh Katze! Oh Katze! Katze Gott! Sie kotzt jetzt nicht, aber auch, oder? Also ich bin mir gerade nicht sicher, was da passiert, aber... Oh Gott, ich habe mich gestoßen. Ah, mein Musikantenknochen weint. Oh mein Gott, okay. Also der Clip an sich war für mich nicht so verständlich. Aber der Zug, oh, der war gut. Der Zug war gut. Das Nebel. Oh, mein Fuß. Nicht mein Fuß. Mein, oh Mann. Eckiges Teil am Arm tut weh. Zurückspulen. Okay. Au. Der Bogen der Elle, ja, der Ellenbogen. Ach, der Ellenbogen, ja, genau, der. Ich rede nicht über rechtliche Angelegenheiten. Smash. Ey, der hat die auch! Oh mein Gott! Spaghetti auf. Warum haben die alle so eine coole Tasse? Woher kriege ich die? Der eckige Teil der Mama heißt Embung. Danke, ja. Ich hab's vergessen, cool. Nudeln ist echt nicht lecker. Spaghetti auf Nudeln? Das habe ich einmal, nee, zweimal gegessen. Spaghetti auf Nudeln? Spaghetti auf Pizza. Also Spaghetti auf Nudeln klingt gut. Ich habe nur einen Punch in der Tasse. Der soll eckig sein. Hä, ist dein Ellbogen nicht eckig? Hallo, damit kann ich den perfekten rechten Gradwinkel machen. Rechten Gradwinkel? Rechten Gradwinkel? Ja. Oh Gott. Oh Mann. Heute ist nicht mit Denken. Der rechte Gradwinkel, das ist der rechte Gradwinkel. Letzten zwei Stunden was verpasst. Willkommen zurück, Eknik. Nö, ich glaube nicht. Also doch, aber ich habe schon wieder vergessen, was du verpasst haben könntest. Wir gucken TCG. Deutsch für halb Euro bei Lidl? Weiß ich nicht, was da los ist. Lass den Grad weg. Ja, doch. Ja, Minecraft-Taste zählt das auch. Minecraft-Taste sind nice. Wenn es einen rechten Winkel gibt, wo ist dann der linke Winkel? Auf der anderen Seite! Den rechten Winkel machst du mit deinem rechten Ellenbogen, den linken Winkel machst du mit deinem linken Ellenbogen. Und zusammen hast du dann eine Fusion und dabei kommt dann raus, die binomische Formel! Yay! Wir haben alle wieder was gelernt. Weiter geht's. Okay, aber den Dreh habe ich ja echt gut raus jetzt, ne? Halt's Maul! Halt einfach's Maul! Haben wir den letztes Mal nicht schon an dem Spiel verzweifeln sehen? Da kommt die T-Pose bei raus. True! Ich winkel auch im Winkelschleifer schleifen. Würde ich dir nicht empfehlen, dann wird der rechte Winkel nämlich nicht mehr rechtwinklig sein. Niva, hallo! Wir haben den doch letztes Mal schon gesehen, ne?
Lol. Gehört das so? Das ist halt einfach. Das ist so frech von 5G. Hör auf, da ansatzweise dich drüber lustig zu machen. Einfach. Wahrscheinlich kannst du nicht jetzt losfahren, weil die Reifen halt auch. Ist er umgekippt? Ist er umgekippt? Oh Mann, ey. Ist das ein Bug? Ist das ein Bug? Warte mal, ist deren Auto auf dem Dach gelandet? Und jetzt Okay. Einfach nur unlucky. Letztes Mal hat er Glück und wurde von einer Rakete gerettet. Oh. Mal hochklettern können. True. Eigentlich hätte man auch hochklettern können. Ja, muss ich Supreme. Trotzdem, die ganze verfickte Nacht. Wo ist die Mücke? Wo ist die Mücke? Oh. Warum kann er das so gut? Kann ich das auch? Habe ich mich erschrocken. Wo ist die Mücke? Hans soll den Flammenwerfer. Warte, kann ich das auch? Warte, wie macht er das? Wie macht er das? Au! Au! Oh, falsches Tier. Wartet. Das klingt wie ein Pferd. Quack. Kennt ihr schon die Wolfsmücke? Mit der Zunge ein bisschen wackeln im Mund. Wait, what? Wait, mit der Zunge wackeln? Ich glaube, ich mache das falsch. Ich glaube, das sollte nicht so klingen. Sollte das wirklich so klingen? Seid ihr euch sicher, Chat? Ich glaube, das stimmt was nicht. Ich glaube, Chat verarscht mich. Ich bin mir nicht so sicher. Was mache ich denn jetzt? Ich kann meine Zunge nicht so schnell bewegen, dass sie vibriert. Den Skill habe ich leider nicht. Aber ich kann meinen Kopf vibrieren lassen. Okay, ne, das klingt auch falsch. Nicht mit der Zunge. Hä? Aber ich hab gesagt mit der Zunge. So eben wie Shelly aus South Park geklungen. Wer ist... Ach so. Ich wollte aber eine Mücke sein. Ob das jetzt besser ist mit dem Kopf. Es wird nicht besser. Ich glaube, das ist einer dieser Skills, die kann ich nicht. Das perfekte Beispiel, warum TCG-Clips zu schauen mit Keys immer so lange dauert wie normal. Ja, das ist das perfekte Beispiel, warum TCG-Schauen mit Keys zehnmal so lange dauert wie unter normalen Umständen. Da ist Luft zwischen Zähnen und Unterlippe durchgedrückt und dann die Unterlippe vibriert. Also, das klingt so scheiße, ne? Wir hören damit lieber auf, bevor ich alle verstört habe. Alter, wie macht er das? Mann! Mann, ich will das auch können. Ich bin neidisch. Zum Kotzen. Warum kannst du dieses Geräusch so gut? Ich hab keine Ahnung. Hallo, T-Band. Ziemlich genau. Das war echt heftig. Warte, ich kann auch so am Mikro vorbeifliegen dabei. Oh mein Gott! Ich möchte mir auf die Ohrmuschel hauen. Oh, look at my lightning! Oh, look at it! I look! Look at my cat butt! Ich hab mich gerade echt gefreut, das zu sehen. Und dann war da dieses Loch und... Wow! Oh Mann! Was ist das? Warum ist da ein Minion-Popo in meinem Gesicht? Hört das so? Ich hab das Boot festgehalten, wo die Bombe da war. Wie schafft man das? Da, Lu! Oh! Ich hoffe, du bist auch gestorben dafür. Warum? Ich hab ja nur dich geschlagen. Nein.
Oh nein. Und der hat einfach 1v5 gemacht. Oh nein. Oh mein Gott, mir wird schlecht, mir wird schlecht! Mir wird schlecht! Ja. Also das ist, wenn du die Achterbahn auf der Rennstrecke, würde ich sagen. An 1v5 ist dasselbe wie 5 gegen Willi. Nee, aber ist 5 gegen Willi nicht 5 gegen 1 und nicht 1 gegen 5? Oh. Also dasselbe. Stimmt. Ihr habt nichts gehört. Ihr habt nichts gehört. Dem geht's gut. Ja, 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 mir auch. Mir auch! Kopf, warum funktionierst du eigentlich nie? Okay, ja, ja. Was ist dein Lieblingstier? Hund. Eine bestimmte Art von Hund? Also ich mag Möps. Ja, ich auch. Falsch, aber ich find Möpse, also Möpse finde ich total toll. Perfekt. Das ist doch gut, oder Chat? Oh. Hört mich hier raus! Ich bin zwischen den Welten gefangen! Alter, diese epische Musik! Freunde! Ja! Oh. Warte mal, blöde Frage, hat er die Musik, die er da gerade abgespielt hat, selber, ist das seine Musik? Weil das sieht ja so ein bisschen aus, als hätte der die Musik abgespielt, die epische Musik, und dann ist das alles passiert. Liege ich richtig oder liege ich falsch? Hier länger, und ich kann sagen, wieso, ich hoffe, Reactions, sonst gereagt, das Video schon unterhalten zu werden. Es gibt Reactor, die das Video schon im Hinterteil dazu beitragen. Ich habe beide Arten mir persönlich gefallen, aber Reaktoren der zweiten Art wie du am meisten. Oh, geschehen! Ich bin allgemein so, oh mein Gott. Kurzer Mini-Exkurs. Ich versuche diesen Exkurs jetzt in einer Minute zu pressen, okay? Also, ich habe letztens Avatar geschaut und ich habe Avatar nicht alleine geschaut und ich habe ungefähr alle 3 Sekunden auf Stopp gemacht und angefangen darüber zu reden, was ich gerade gesehen habe und die waren alle so, oh mein Gott, Ki, was zur Hölle tust du da? Warum guckst du Avatar so? Warum kannst du nicht einfach darüber reden, während das Video weiterläuft? Aber ich war so, nein, ich muss jetzt auf Stopp drücken, weil ich muss darüber reden, was ich gerade gesehen habe und oh mein Gott, und ich kann das gar nicht, weil ich finde das langweilig, wenn ich mir einfach nur berieselt werde, dann kann ich dabei doch nicht noch denken und ich, also ich bin halt einfach so und dann muss halt darüber geredet werden und so, weil ich mag es nicht selber Sachen oder ich spule zurück, wisst ihr, oder ich spule zurück, aber ich mag es nicht selber, Sachen einfach nur berieselt zu werden, ich bin immer anstrengend, ich muss immer meinen Quark dazu geben, weil ich einfach eine volllaute, kleine, blöde Nuss bin. Dankeschön, ich hoffe, das hat gepasst. Ich habe es versucht, in einer Minute zu pressen. Geht's dir gut? Ja? Bestens, blendend. War etwa eine Minute? Yes! Okay, weiter geht's, das war ein kurzer Exkurs. Das ist doch gut, oder Chat? Ich fühle mich jetzt besser, oh. Master Vault, ja. Okay. Hört mich hier raus! Ich bin zwischen den Welten gefangen! Freunde! Ja! Oh. Das ist halt echt richtig episch. Hatte kurz Ash-Flashbacks. Sorry! Es tut mir sehr leid. Ich wollte dir keine Flashbacks geben, dieser. Okay, nein, Ash, ich hab dich wirklich lieb. Die sehen alle so alt aus. Ich weiß nicht, sind die jetzt so alt, echt? Ich guck mal hier rein, ob die auch so aussehen. Alte Schokolade für alte... Oh. Ja, also, Chat, also, ich sehe keinen Unterschied. Schnellsprechwettbewerb mit Luna machen. Ich kann richtig schnell reden, ja. Ich kann richtig schnell reden. Tatsächlich. Sowas geht. Also, die Sache ist, und ich frage das jetzt mal ehrlich, weil ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ist das noch gut, wenn die Schokolade so aussieht? Kann man die dann noch essen? Also jetzt mal, no joke, ist das dann schlecht? Weil Schokolade per se schimmelt ja nicht auf diese Art und Weise. Aber was ist denn dieses weiße Zeug, das sich da rumlegt? Ja, man kann die noch essen.
Was ist denn das weiße Zeug? Ist das einfach, das ist nur das Fett, was rauskommt. Ah, das ist also quasi nur das Fett, was rauskommt. Ja, aber schmeckt nicht mehr so geil. Und trocknet. Weil Schokolade kann meines Wissens nach nicht schimmeln. Aber außer, also weiß ich nicht, außer die Schokolade gehört Ash. Entschuldigung. Okay, der war ein bisschen unangebracht. Der war ein bisschen unangebracht. Oh mein Gott, ne? Ich weiß gar nicht, ob Ash weiß. Es tut mir so leid. Ich glaube, das ist Fett, was rauskommt. Muss halt mit der Luft reagiert. Geschmack ist nicht so geil. Besten kann man es noch. Okay, das heißt, das nächste Mal esse ich die Schokolade einfach, wenn sie so aussieht, und schmeiße sie nicht weg, weil ich denke, dass sie schimmelt. Dankeschön, Chat! Ihr habt mir gerade den Arsch gerettet. Und meine Schokolade. Ewig würde ich das auch nicht machen wollen. Aber giftig ist es in keinem Fall, oder? Giftig ist es in keinem Fall. Ja, also... Wir gehen rüber. Ton war gerade weg, als der Kopf im Kühlschrank war. Was? Test, Test. Test, hallo. Wenn ich in den Kühlschrank gehe, ist der Ton weg. Der Ton ist weg, wenn ich im Kühlschrank bin. Hä? Hä, wieso das? Wenn sie schon zwei in einem Schrank liegen, ist das fein. Nee, so lange überlebt keine Schokolade in meinem Haushalt. Nee, wie gibt's? Ich klappe ganz gut fürs erste Mal. Das habe ich gerade nicht gesagt, oder? Rip! Da steht neben mir ein Audi. Pass auf, der fährt jetzt rechts an mir vorbei und zieht links rüber. Oh Manu, das ist voll smart. Die Funkverbindung ist gestört wegen dem Metall. Mann, ihr seid alle solche Big Brains, wirklich. Pass auf. Kuchenfilet. Tada! Was, tada? Was? Ihr kennt doch mal. Und gleich wieder rechts rüber. Ja, jetzt eilig, der gut. Wurde er gerade ganz fragwürdig überholt? Also, ich habe keinen Führerschein, aber ich habe das Gefühl, das war nicht legal. Oder nicht konform. Er hat den Autofahrer predicted. Ah. Oder war das konform? Ich habe keine Ahnung. Das sah irgendwie nicht so... Sah aus, als würde er Schlängellinie machen. Jetzt auf Ansage. Es war absolut illegal. Yay, yeah, ich habe was erkannt. Er hat einfach predicted, was passiert ist. Rechts überholen ist jetzt nicht so erlaubt. Oh, Leute, stimmt. Der war ja rechts. RIP Audi-Fahrer. Oder RIP Autofahrer. Autofahrer, nicht Audi-Fahrer. RIP Autofahrer. Ich habe nichts gegen Audi-Fahrer. Ernst, oder? Chat, es kann losgehen. Oh mein Gott, ich will auch so ein Mini-Brandschutzgerät. Ich will auch ein Mini-Brandschutzgerät. Oh mein Gott, ich will... Oh mein Gott, wie cool. Sowas brauche ich. Ich habe kein Mini-Brandschutzgerät. Feuerlöscher, ja, sag ich ja. Ja, sag ich ja. Der Autobahn war knapp vorne. Oh Gott. Kein Führerschein, warum erleichtert mich das? Ich kann es dir sagen. Mich erleichtert das nämlich auch. Kiva wieder schneller. Ihr alle liebt ja richtig Merch, ne? Ihr seid ja wirklich richtige Merch-Liebhaber, ne? Ja? Seid ihr das? Ja? Okay, da muss ich euch sagen, mein Merch-Shop schließt. Ich dachte, jetzt kommt sowas. Es gibt aber kein Merch für euch. Und das wäre die gesamte Ansage. Oh mein Gott, Ginger. Apropos Merch, wann Kitasse? Ist in Arbeit. Zack, zack, alle Hoffnungen zerstört. Guckt euch diesen Blick an. Guckt euch diesen Blick an. Das ist Gingers Horror. Das ist Gingers fiese Lache Horrorblick. Machst du dem wirklich zu? Ja, der Merch-Shop schließt und alles ist auf Rabatt. Gingers Merch-Shop schließt und es gibt momentan Rabatt, weil bis Ende des Jahres muss alles raus und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie sich dann einen neuen Anbieter sucht oder ob das dann anders läuft bei ihrem Merch-Shop, aber sie schließt den wirklich komplett. Ja. Weißt du denn, was ich sagen wollte? Fängt es mit R an? Ja. Und hört es mit... Oh, warte mal, das ist ja wieder Kacke für die Reactor hier. Oh, ich gehe in die Mitte. T auf? Ja. Nein. Woher wusstest du, dass ich mit dir über Rattengift sprechen möchte? Boah, du hast aber schnell ein Wort gefunden, das mit R anfängt und mit T aufhört. Ja, weil ich bin sehr spontan und schnell, musst du wissen, das ist meine geheime Superkraft. Okay, das schaffst du nicht zweimal. Okay, sag Wort.
Okay, ein Wort, das mit B anfängt und mit S aufhört. Bus. Ein. Oh, oh, lol! Oh mein Gott, das ist nicht schnell. Da konnte ich noch nicht mal denken in der Zeit. Holy Macaroni, ist hier schnell. Okay, warte, ein letztes Mal. Wie einfach wolltest du es denn bitte machen? Alles in der Welt guckt sich das. What the fuck, Trecky? Holy. Okay. Warte mal, eine Reaction auf eine Reaction auf eine Reaction. Also es ist eine Reaction, der Typ reactet auf das und sie reactet auf ihn und ich reacte jetzt, okay. Ah, das ist eine Pfeffermühle und die ist auch noch zu klein, Chat. Die Pfeffermühle, die muss so groß sein, du musst... Oh, mein Gürtel ist offen. Okay, holt mal Bier, ich bin sofort wieder da. Eine Pfeffermühle muss so groß sein, okay? So groß muss eine Pfeffermühle sein. Durchschnitt! Sagt ihm das! Sagt ihm das! Jetzt für ein für alle Mal, okay? Du mit deiner gut zu wissen, habe ich noch gar nicht mitbekommen, dass es jetzt einen Twitch Clips Germany TV-Kanal gibt, also wo halt alte Folgen 24/7 durchlaufen. Das klingt jetzt für mich persönlich nach einer modernen Foltermethode. So, ich kann mir bildlich vorstellen, wie jemand mit Gaffer-Tape an einem Stuhl festgemacht wird und gezwungen wird, 24. Wollten wir das mit Xenotai nicht machen? Durchschnitt. Kannst du da mithalten? Guck dir meinen Katzenschwanz an und frag nochmal. 20 Stunden am Stück TCG zu gucken. Meint ihr das sowas? Das kam mir sehr bekannt vor. Sehe ich Completion geschafft haben, weil letzte viel Material hatte. Ja, das habe ich auch so verstanden, dass da alles mögliche an Clips durchläuft. So. Warte mal. Ist es jetzt Just Chatting und der liebe. Benjamin. Ich wollte Benjamin sagen, Entschuldigung. Der liebe Bonschwa. Wie spricht man das eigentlich aus? Ich habe seinen Namen literally noch nie ausgesprochen. Bonschwa. Bonschwa. Wie Bonschbob? Wie Bonscher? Bonschas! Kennt ihr Bonschas? Das sind so Bonbons. Kennt ihr Bonschas? Hallo, Hadukeks! Jedenfalls der liebe Bonschwa. Der schaut jetzt, wie Clippy Clips sendet. Okay. Foltermethode, so in Guantanamo Bay. Da werden dann so Terroristen gefangen genommen und dann sind die in so einem Raum und in dem Raum ist nur so ein alter Röhrenfernseher und die werden dann so einen Stuhl geschnallt und dann kriegen die so Zahnstocher in die Augenlider, damit die bist du bereit, Xenotai? Gucken müssen und dann kriegen die diesen Channel und müssen die ganze Zeit Clips gucken. Das kann ich mir gut vorstellen. So dankbar. Ich sag euch immer, ich weiß gar nicht, was ihr von mir möchtet. Ich weiß gar nicht, warum ihr hier... Nein, nicht in meine Currywurst! Oh Gott. Oh nein. Mann. Warte mal. Dieses Ding hier kommt mir so bekannt vor, Chat. Ich hab das gerade gar nicht gegettet, aber das kommt mir so bekannt vor. Das ist doch die Dame, die jedes Mal irgendwas umschmeißt. Sandy! Warum steht ihre Currywurst auf dem Boden? Warum steht ihre Currywurst auf dem Boden? Die Tata! Ich kann das nicht mehr. Du darfst nicht sprinten. Du darfst nicht sprinten. Hä, wieso? Ich sprinte aber. Warum darf ich nicht sprinten? Ich sprinte gerade. Ich darf nicht springen. Ich springe aber. Und? Ich spring! Und jetzt stirbt er gleich. Du bekommst Schaden? Oh! Warte mal, Kiefer, denk wieder das Wichtige? Sekunde! Ach, seine Lebensleiste da unten! Ich spring! Du bekommst Schaden? 3, 2, 1. Tot! Oh! Ja, okay. Wie hat Sandy es eigentlich überlebt, so lange zu leben? Ich weiß es nicht. Oh Mann, er wieder in Richtung. Ich fand, die Vanilla-Design-Contests waren sehr, sehr angenehm und haben sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Wir machen es einfach so direkt durch. Ja, danke. Alter, hast gerade First Try geschafft. What the heck? Okay, sick. WTF, das war sick. Chat, das war sick. Was ich am geilsten fand, war, wie geil die Musik. Also ich glaube, das ist gewollt mit der Musik, ne? Aber das war richtig satisfying, weil er literally nichts falsch gemacht hat. Das war perfekt. War richtig. Wisst ihr, solche Menschen wie er sind der Grund, warum ich kein Aim habe. Es bringt nichts, mich selber zu blamen. Menschen wie er sind der Grund, warum ich kein Aim habe. Die haben nämlich damals, als der Skill am 7. Tag von Gott unter den Menschen verteilt wurde, ja, haben die nämlich alles bekommen und ich habe nichts mehr abbekommen. Es bringt gar nichts, dass ich mich beschwere über mich selbst. Ich bin nicht das Problem. Er ist das Problem. So. Weiter geht's. Was? Hallo, Estate Agent Simulator. Okay, dafür, je mehr wir gewinnen. Gronkh ist auch so ein Simulator-Lover, oder? Der spielt die ganze Zeit so Live-Sims. Gronkh ist so ein Multimillionär, hat das geilste Leben der Welt, kann den ganzen Tag Videospiele spielen. Tausend Leute sind dabei, aber er spielt die ganze Zeit irgendwelche Spiele, wo Leben simuliert wird, was beschissener ist als seins. Ich check's nicht. Ja, natürlich war ich in der Schlange. Ist auch benachteiligt. Von Gott kein Skill, keine Körpergröße, keine Nase. Guck mal, ich bin auf einem Ohr taub, ja? Gar nichts habe ich abbekommen. Gar nichts habe ich abbekommen. Habe ich euch schon erzählt, dass meine Kopfhörer kaputt gegangen sind? Das mache ich nach dem Video. Meine Kopfhörer sind kaputt gegangen. Und zwar die Seite, auf der ich was höre. Und das sind so Kopfhörer. Habe ich gerade gesagt, dass ich das nach dem Video... Okay, das sind so Kopfhörer, die man, wo man nicht die Seiten wechseln kann, weil die so, so Innenohrmäßig sind, so In-Ears, die sich so anpassen. Also du kannst nicht das rechte am linken tragen. Aber weil das mitten im RP passiert ist, musste ich den ganzen scheiß Abend gestern, während das alles gelaufen ist, mit dem linken Kopfhörer in meinem rechten Ohr sitzen. Mit dem linken Kopfhörer in meinem rechten Ohr. Und es hat nicht gepasst. Das heißt, ich habe das da irgendwie versucht dran zu kleben an mein Ohr, weil das halt so verkehrt rum ist, wisst ihr? Das hat dann nicht reingepasst. Ja. Okay. Meine Schmerzensgeschichte. Meine Kopfhörer sind übrigens immer noch kaputt. Tja. Gemein von dir. Naja, du kennst die Regeln. Wer nicht fühlt, muss lernen. Ich habe schon welche bestellt. Ich glaube, das bist auf der Seite. Ich habe schon welche bestellt, die kommen erst Freitag an. Das heißt, ich werde heute sowie morgen im RP versuchen, damit weiterzuleben. Und das ist halt wirklich. Also, die passen halt. Wisst ihr, ist das so. Die sind so wie so ein Hörgerät, die sind so in ihr mäßig passend. Das heißt, du kannst das rechte nicht auf der linken Seite tragen. Beziehungsweise kannst du schon, du kannst das Ohrstück da reinstecken, aber dann ist halt dieses gesamte Ohr, also du kannst halt dieses, wo man durchhört, dieses Gummiding kannst du ins Ohr stecken, aber das Ohrstück, was eigentlich das Ohr ausfüllen soll, ist dann halt außen. Wer nicht hört, muss schmecken. Ich hab Hunger, danke. Boah, das war ein Gemetzel. GG. Das war ein Gemetzel. Das war ein sauberer Schnitt, würde ich sagen. Iconic, hallo! Danke für das Streck dich. Wenn du nicht das Game würdest, ich mag Dead by Daylight auch nicht. Also nein, du bist nicht alleine. Voll your struggles. Dankeschön. Alles gut. Ich meine, das war halt gestern nur ein bisschen too much mit der Stressing-Situation und dem Ohr. Ja, aber ich bin hart im Nehmen. Wie kann ich neu kalibrieren? Ich muss mal neu kalibrieren. Oh. Er ist falsch rum! Ich glaube, sie muss es auch nicht. Sie muss es wohl doch nicht neu kalibrieren. Was hat denn im Ohr gehabt? Meine Kopfhörer waren kaputt. Also sind immer noch kaputt. Das heißt, ich musste das rechte Ohrstück ins, das linke Ohrstück ins rechte packen, weil mein rechtes nicht mehr funktioniert hat, ich auf einmal taub bin. Oh, das ist so kompliziert. Jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Und drum, wo ich mich also. Ich höre so gut wie gar nichts, Mucki. Ich höre so gut wie gar nichts. Also, ich weiß nicht, ab wann Taubheit aufhört oder Taubheit aufhört. Und Taubheit aufhört, anfängt, aber meine Ohrtests sagen auch, ich höre so gut wie gar nichts. Hast du Hörgerät oder wie? Nee, das bringt nichts.
Mein linkes Ohr ist, da ist die, der, das funktioniert in dem Sinne, dass der, das ist ein Neural, ich habe eine neurale Taubheit oder neuronale, neuronal, also das funktioniert nur, der, die Verbindung zum Gehirn geht nicht. Das klingt voll scheiße. Lautkrieg, habe ich jetzt schon. Was war das? Und ich brauche immer noch so ein scheiß Fläschchen. Ja. Oh mein Gott, das ist eine Spinne! Spinne! Bei dir in echt oder im Spiel? Nein, im Spiel! Die steht jetzt vor meinem Schrank. Ja, genau, nicht mechanisch. Genau. Ich kenne das HDGDL, genau, hab dich gedisst, du Loser heißt. Ich. Was? Ich dachte immer, das heißt, hab dich ganz doll. Lieb. Ich. Muss mich ja eben kurz bei einigen Leuten entschuldigen. Ja, guten Tag. Babsi? Ja? Weißt du noch, als ich HDGDL zu dir gesagt habe, ich habe es nicht so gemeint? Ja, das will ich auch hoffen. Es tut mir so leid. Ich verzeih dir nochmal, aber ja. Ich habe schon meine Gefühle verletzt. Es tut mir so leid. Ich dachte, das heißt was anderes. Dann. Ich weiß es auch nicht, Kurotora. Ich glaube, weil ich gerne leide. Auch nicht nur blind, sondern halbseitig taub. Ich bin nicht blind, ich bin nur bei Licht blind. Das ist was anderes. Ich bin auch offen für einen spontanen Vorschlag. Ansonsten... Oh mein Gott! Oh lol, woher kommt der denn? Nee, ist das nicht möglich, Mucki, glaube ich. Also ich wüsste nicht, dass das möglich ist. Vielleicht irgendwann mal, aber ich höre halt auch nichts über Knochenleitung. Das heißt, ein Cochlea-Implantat bringt auch nichts. Leute, woher? War der eben noch nicht da? Warte, ich muss zurückspielen, um zu gucken, ob der eben noch nicht da war. Nee, der war schon da. Hä? Warte. Das heißt was anderes. Ich bin spontan Vorschlag. Doch, der ist schon die ganze Zeit ansonsten... da. Oh mein Gott! Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken von Nicolas Cage. Fucking Mortuary Assistant. Ach du Scheiße, das war ein richtig schlimmer Erschrecker, ey. Das ist ihm bestimmt bis ins Mark gegangen. Ein Chips-Adventskalender! Voll vergessen! Warte mal. Nummer 4! Yay! Ich wollte Chips haben! Hallo? Hä? Warte mal, nicht mehr Panda, entschuldigen. Juni. Crazy Nuri! Danke für den Raid! Dankeschön! Hallo ihr Lieben, willkommen! Macht es euch gemütlich! Hä? Warte mal, hat sie den gefunden? Hat Juni den gefunden? Ich bin so verwirrt. Hat sie jetzt einen Adventskalender gefunden? Hat sie den gekauft? Voll vergessen! Voll vergessen! Nummer 4! Yay! Und die hat sie bei Penny gekauft. Oh wow, das ist ja unfair. Hallo, was geht, Baby? Hallo. Oh, ist das unfair. Hallo. Wollen Sie mich verhaften wegen Sexy? Oh nein. Au. Oh, Das würde mir stinken, wenn ich du wäre. Mir geht's gut, wie geht's euch? Was habt ihr Schönes gemacht? Also, wenn ich sie wäre, würde es mir richtig stinken. Aber sie guckt auch stinkig. Sie hat sehr stinkig geguckt. Ich glaube, es hat ihr gestunken. Hallo. Ach du Scheiße, ist das eine Puppe? Ah! 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 Mama, ich bin abgerutscht. Ich hasse es, Clippy. Komm und finde dich. Dann hat deine letzte Stunde geschlagen. F you for real. Oh mein Gott. Wie war das mit der Foltermethode? Ich stimme zu. Nein, geht mir weg mit Horrorspielen. Ehrlich, ich boxe euch. Mein Herz. Puh. Oh mein Gott. Jetzt aber mal ernsthaft. Jeder kennt Gronkh. Ja, jeder kennt Gronkh, klar. Niemand, also nur die krassesten Fans oder so wissen wahrscheinlich den richtigen Namen.
Klar kennt man den echt? Man kennt seinen echten Namen? Jeder kennt seinen Namen! Hä? Was hab ich denn jetzt verpasst? Sein echter Name ist Gregor Ock. Oder nicht? No way! Nein! Nein, ich weiß doch, dass... Ach, Leute, ich... Oh Mann, Chat, der Witz ist gerade über euch rübergeflogen. Der Witz ist über euch rübergeflogen. Ach, ihr macht mich fertig, ne? Ihr seid mein Chat, wisst ihr? Wisst ihr, ihr hättet jetzt alle so keck oder so kack oder Chat schreiben sollen und nicht... Ach Mann, nicht mal... Ne, ihr habt einen Job, ne? Bei dir weiß man nie auch... Mano! Keyword. Ah, Pasi, ich hab in dich getrustet. Oh nein, jetzt fang nicht. Er heißt Gregor. Oh, ihr seid so blöd. Ihr habt ein Job-Chat. Oh. Gregor war der geldgeile Onkel von Erik. True. Mann, ey, wirklich. Ich bin so enttäuscht gerade. Nein, in den Kommentaren steht sein echter Name ist Gregor Ork, da muss das stimmen. Habt ihr gehört? Die Kommentare haben immer recht. Schwarzer. Ey, was ist da gerade passiert? Oh. Ja, Stefan, jetzt liegt alles an dir. Ich bin gleich komplett. Ist er gerade an Fallschaden gestorben? Ich kenne Fortnite nicht, aber ich glaube, er ist an Fallschaden gestorben. Oh. Ey, das könnte ich sein. Das könnte ich sein. Oh Mann, ey. Das könnte ich sein. Okay. Man sollte da nicht runterspringen. Du solltest da nicht runterspringen. Ja, danke. Der Tipp hilft mir nachträglich echt viel. Wirklich. Es gibt kostet immer so falsch, wenn ich es gerne mit nächstes Gift kommt. Father's Day. Oh nee, Mann, den vergesse ich immer, den Papa-Tag. Den Vatertag vergesse ich immer. Skiddle! Boah, können wir einmal ganz kurz darüber reden, wie geil dieses Kleid ist? Das Kleid ist geil. Das Kleid, okay, geiles Kleid, danke. Das war so klar. Daniel, das ist wow, weil ich auf das Kleid geguckt habe, habe ich nicht mitbekommen, was passiert ist. Muss nochmal gucken. Das war so klar. Trotzdem noch geiles Kleid. Mein Xenotal! Ich hab einen Vogel auf dem Kopf, ich bin... Oh, du musst ihn niesen. Boah, hat der lange aufgeladen! Ich dachte, also was ich gerade gedacht habe, also manchmal denke ich ja, und gerade habe ich gedacht, dass der Nisa jetzt so lange dauert, bis der Drop kommt in der Musik. Ja, ich weiß, das war ein dummer Gedanke. Sorry, Chat. Gesundheit! Ah! Oh, fuck. Sie hat sich ihren rechten winkliges Ding an dem das rechtwinklige rechtwinklige Extremität gestoßen. Habe ich heute auch. Wer ist das Ding? Musikantenknochen. Ja. Ja. Warum sind da Augen? Brauchst du einen Notarzt? Nee, ich brauche nur ein neues Gehirn. Ellenbogen. Danach habe ich gesucht. Oh Mann, Leute, das ist heute echt mit der Wortfindung nicht einfach. Kiexe wird neu gestartet. Oh Mann. Autsch. Entschuldigung. Ich liebe diese Wackelaugen, oh mein Gott. LED-Licht ist so geil. Das hat der Staubsauger hier auch. Akku-Staubsauger mit Licht unten. Und du kannst genau sehen, wo der Dreck ist. Du fährst rum.
Oh, das fetzt richtig. Das fetzt. Oh mein Gott, ich bin ein Boomer. Irgendwann habe ich so einen akkubetriebenen Staubsauger. Aber der Tag, also der Tag, wenn ich einen akkubetriebenen Staubsauger habe, Chat, dieser Tag des akkubetriebenen Staubsaugers, da feiern wir, okay? Ich bin auch ein Boomer. Ich freue mich da richtig drauf. Immer wenn ich durch die Stadt gehe und an so einem Laden vorbeilaufe, wo die Staubsauger verkaufen, ne? Leute, mein Gesicht klebt an der Scheibe wie ein Kind bei einem Spielladen. Und wir haben leider wirklich so einen Laden. Ich weiß mal nicht, wie der heißt. Das ist so ein. Aber wenn ich den Namen. Doch, ich weiß ja erstmal. Wenn ich den Namen sagen würde, würde ich doxen, wo ich wohne, weil ich glaube, das ist so ein Privatding. Ich glaube, den gibt es nur einmal in Deutschland. Aber ja, ich klebe meine Nase so. Hört so Kiesel so über die Scheibe. Schieben. Ja, ich hab das. Oh Mann, Alter, Clippy, wirklich? Clippy? Meine letzte Verwarnung. Ich komme und ich finde dich. Hallo, Nixie. Wir sind gut. Miau! Komm, Bruder! Nein, ich hab Wildung! Nein! Gib, Bruder! Gib, bitte, geht! Gib, nein! Was ist denn da passiert? Das ist ein gutes Game. Was ist denn da passiert? Huh? Hatte der Typ keinen Sauerstoff? Warum ist der nackt? Okay. Der hat keine Ausdauer mehr. Ich glaube, der hatte keine Ausdauer mehr. Ja. Ich muss nur kurz eine Toilette suchen. Stop running. Richman! Wo ist er hin? Richman? Er muss nach oben sein. Ich gehe nach oben. Das kann halt nicht wahr sein. Warte, haben die den gerade gesucht und sind an ihm vorbei? Alter, der hat einfach Stealth 1000. Ja, wirklich, Leute, holy! Die waren ja gerade fast so blöd wie die Assassin's Creed NPCs. Und die sind schon wirklich blöd. Also, die sind wirklich blöd. Also, die waren ja auch gerade fast so blöd wie die. Blöd. Hat dir der Tee geschmeckt? Oh, süß! Ich habe die falsche Taste schon gedrückt. Oh. Also gut gemacht. Finde ich nice. Wusstest du eigentlich, dass du ohne den Sattel gar nicht fliegen kannst? Warte, was? Hat er das gerade gesagt? In dem Moment ist er runtergefallen? Okay. Timing ist nice. Oh mein Gott. Das perfekte Stück versteckt hinter einer Tür. Alter, warte mal, hat er den geklaut? Er hat ihm den Sattel geklaut, warte. Ich dachte, der hatte von Anfang an keinen Sattel. Warte, nochmal gucken. Wusstest du eigentlich, dass du ohne den Sattel gar nicht fliegen kannst? Oh Leute, der hat den Sattel geklaut. Oh, dass das funktioniert hat. Nice. Hab ein bisschen Hardware hier, falls du Hilfe brauchst. Hardware ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Also bei mir ist die Hardware gar nicht das Problem. Oh. Oh, vielen Dank. Oh mein Gott. Mit dem Sound. Oh mein Gott, ich dachte schon, das wäre bei mir. Düdeldüm. Das ist der typische Windows-Sound. Geht aber auch nur, wenn man auf das Inventar vom Tier zugreifen kann. Aha. Oh. Vielen lieben Dank, Wolfi. Dankeschön. Aufrunden. Danke für Sex. Ach, Mann, ey. Danke für den... Snusen. Danke. Oh, Mann. Ich kann die Musterung nicht abbrechen. Ich kann also gar nicht das machen, was ich machen soll. Cool.
Lass uns auf eine andere Autobahn. Lass uns mehr und. Oh. Sie weiter! Ich meine, der Weg ist das Ziel, oder? Der Weg ist das Ziel. Luna, ich hätte es nicht besser gemacht. Länger mit dem Mikro. Der Weg ist das Ziel. Denn nicht mehr so. Das ist kein Clip von mir, Steady. Warum schickst du mir einen Clip von Jen? Moment mal, hast du gedacht, dass ich das bin? Oh no's, come on! Ja? Der schwebt aus, der Zug. Hast du das auch gesehen? Ja. Der Hogwarts-Zug! Alle einsteigen, Leute, das ist unsere Chance. Wir warten schon so lange auf unseren Brief. Das ist unsere Chance. Jack, los! Schneide ich aus der Kurve, nicht in der Kurve. Oh. Der Weg ist das Ziel, Kurotora. Der Weg ist das Ziel. 1:42. 9 Doppel M, fühlst du das? Bro, hab ich das Ding da drauf? Ich weiß gar nicht. Ja, Bruder, hab ich. Diese Musik geht so ab, Mann. Kommentar dazu? Ey, ich schwöre, ich hatte einen Lag. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich bin nicht bereit dafür. Ich hatte auch einen Lag. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber die Musik war geil. Die Musik war wirklich 10 out of 10. Die war richtig nice. Die habe ich gefühlt. Ich würde mir den Clip nochmal angucken. Für die Musik noch einmal anschauen. Oh. Key im Weg. Ah ja. Ich gehe ja schon. Leute, ich bin nicht bereit dafür. Ich bin absolut nicht bereit dafür. Mauer, bau eine Mauer. Sei Trump. Sie hat das mit Sei Trump ein bisschen zu ernst genommen. Bisschen. Okay, ihr habt gesagt, mach das doch. Ja, Bruder, hab ich. Kommentar dazu? Ey, ich schwöre, ich hatte einen Lag. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich bin nicht bereit dafür. Leute, ich bin nicht bereit dafür. Ah, ja, das war schön. Das hat gut getan. Mauer, bau eine Mauer. Das hat gut getan. Sei Trump. Oh Mann, gerade wo es gut wurde. Gemein. Wer solche Kuhlatschen trägt, ist auch Erfrischungsstäbchen. Ich bin stolze Kuhhaischuhträgerin und ich möchte mir sowas nicht als Argument entgegengebracht werden tun sollen können. Meh. Kenn ich. Würde ich auch nicht wollen, wenn ich die wäre. So wie, ich nicht. Ah! Ah! Oh. Sägen kann sie. Ach du Scheiße. Ich hasse die Hände. Ich hasse allgemein Hände bei Bossen. Die sind immer so gefährlich, die Hände bei den Bossen. Ja, finde ich auch. Sägen ist auf jeden Fall am Start. Ja. Oh, Kipptal! No you! Ich bin als nebenberuflich bin ich Nervensäge. Mhm. Dann ja. Das. Kann ich confirm auf jeden Fall. Meine Schwester ist auch nebenberuflich Nervensäge. Ich kenne das. Hab jetzt weiße Schokolade. Oh mein Gott, schmeckt das gut? Ich habe das letztens bei Rewe gesehen und ich war mir nicht sicher, ob das geil ist, ob ich das kaufen soll, aber es sah geil aus. Eine kaputte Tür. Ey! Mein Bruder! Der Bruder von meiner Tür! Ey! Nein, ich hab die Waffe weggeschossen. Och nö. Wo ist die Waffe jetzt?
Okay, ich trinke. Weg! Ah! Ah, das ist ärgerlich. Alles dabei! Ja! Wieso geht es so ab? Wir sind bei 422! Yeah. Jetzt alle Apfel pflücken! Apfel pflücken! Und rein in den Korb! Rein in den Korb! Und ab in den Baum! Diese Kameraführung, das ist wirklich im Takt mitmacht, das ist geil. Ab in den Baum! Und rein in den Korb! Miau.